Viele Hände musste Bürgermeisterin Lisa Stremlau beim traditionellen Neujahrsempfang in der Aula des Schulzentrums schütteln. Etliche Bürger, darunter Vertreter aus Politik, Wirtschaft und von Vereinen, nutzen die Gelegenheit, Neues zu erfahren. Musikalisch wurde die Veranstaltung durch Beiträge der Band Golden Wings von der Musikschule begleitet. Bürgermeisterin Stremlau erinnerte an Ereignisse in Dülmen im abgelaufenen Jahr 2015. Schwerpunkt ihrer Ansprache war der unerwartet hohe Zugang von Flüchtlingen im letzten Jahr. Sie sprach in diesem Zusammenhang den vielen Dülmenern ihren Respekt aus und bedankte sich für die Unterstützung bei den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern. Diese hätten dazu beigetragen, dass die Flüchtlingskrise in Dülmen bislang so gut gemanagt werden konnte. 198 Personen konnten mittlerweile in 57 Wohnungen untergebracht werden. Und dann mussten wir im November und Dezember uns wiederum entschließen, Turnhallen zu belegen. Erst die Hermann-Leser-Turnhalle und dann die Turnhalle in Bundern. Stremlau sprach sich jedoch auch sehr deutlich dafür aus, Menschen zurückzuschicken, die, wie in der Silvesternacht in Köln geschehen, zu Straftätern werden. Es muss für unseren Rechtsstaat möglich sein, solche Übergriffe, wie sie in der Silvesternacht in Köln geschehen sind, auf das Schärfste zu ahnden und solche Menschen auch des Landes zu verweisen. Für ihr ehrenamtliches Engagement wurden anschließend Bürger und Gruppen von Irmgard Knoke ausgezeichnet, die als Jurymitglied bei der Auswahl mitwirkte. Der Nachwuchspreis wurde von Nils und Kira Diekmann vorgestellt. Er ging an die DJK-Trainer Nico Kemner, Nikolas Tiehoff, Julian Meyers und Roger Eggenkemper. Den Gruppenpreis erhielten die Fahrer des Schulmobils in Rorup. 10 Ehrenamtliche sind hierfür bereits im Einsatz. Den Dülmener Ehrenamtspreis erhielt Günther Janning von der Kolping-Familie Dülmen für seinen unermüdlichen Einsatz im Verein. In seiner Ansprache bedankte sich Janning bei seiner Frau und den Vereinsmitgliedern. Diejenigen, die mich vorgeschlagen haben, haben für diese Auszeichnung bis zum Schluss stillgehalten und ebenfalls zu der Überraschung beigetragen. Für ihren ehrenamtlichen Einsatz bei den Ehrungen verdienter Bürger bedankte sich Bürgermeisterin Lisa Stremlau bei Irmgard Knoke, die diese Tätigkeit zum letzten Mal ausübte. Zum Abschluss des Empfangs unterhielt die Musikschulband Golden Wings mit Hintergrundmusik.